Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch nach langem mal wieder zu einer Herzmenschlegung. Wir schauen in dein Gegenüber. Was genau denkt dein Gegenüber über dich? Was fühlt dein Gegenüber aktuell in deine Richtung? Wie empfindet man die Situation? Und was kannst du innerhalb der nächsten 14 Tage von deinem Gegenüber in deine Richtung erwarten? Es ist eine allgemeine Legung. Bitte bedenkt das immer. Das heißt, die Karten können, müssen aber nicht mit dir in Resonanz gehen. Ich lasse zu Beginn eine Ausgangsposition springen, so kannst du auch gleich prüfen für dich, ob du eventuell in der Reisegruppe bist oder nicht. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Ihr münzt euch das bitte um. Und dann beginnen wir mal mit der Ausgangsposition. Wie steht es aktuell mit deinem Gegenüber und dir? Da haben wir hier schon mal den Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen steht für Chancen, Möglichkeiten auf eine gewisse Stabilität und Beständigkeit. Der Ritter der Münzen ist ein Mensch, könnte jetzt Stier, Steinbock, Jungfrau Energie sein, muss es aber nicht. Es könnte sich um einen jüngeren Menschen oder etwa gleich alt handeln, wie du es bist. Jemand, der dir hier ein sehr stabiles Angebot macht. Vielleicht geht es auch um finanzielle Angelegenheiten bei dem einen oder anderen, aber ich habe hier den Eindruck, es geht um ein solides Fundament in eurer Verbindung. An der Unterseite zeigt sich hier der Hierophant, das ist eine Stierenergie. Also vielleicht hast du es hier mit einem Stiermenschen zu tun, muss es aber nicht. Es kann auch gut möglich sein, der Stier steht eben auch zweites Haus für das Thema Selbstwert, Stabilität, sich gemeinsam etwas aufbauen. Und hier geht es um eine Chance, eine sehr liebevolle und beständige, gesicherte Partnerschaft einzugehen. Vielleicht lernst du auch gerade jemanden kennen oder die Chancen stehen gut, dass du hier jemanden kennenlernst. Der Hierophant ist einer der drei Schutzkarten im Tarot. Man hat das Gefühl, auch wirklich verstanden zu werden. Oder es ist dein Wunsch, so einen Menschen in deinem Leben zu haben, bei dem du dich eben verstanden fühlst. Wir schauen mal. Was genau denkt dein Gegenüber aktuell über eure Verbindung? Was genau denkt dein Gegenüber aktuell über eure Verbindung? Was genau denkt dein Gegenüber aktuell über eure Verbindung? Da haben wir hier die Acht der Schwerter, die Königin der Münzen. Die Zwei der Münzen. Der Unterseite die Zwei der Stäbe. Auf der einen Seite hat man hier so das Gefühl, vielleicht noch nicht ganz so zu wissen, in welche Richtung soll das Ganze denn gehen. Eure Beziehung könnte hier wirklich noch am Anfang stehen. Vielleicht bist du auch selbst Stier, Steinbock, Jungfrau Energie und entweder denkt dein Gegenüber, dass du dich irgendwie gefangen fühlst, dich noch nicht so ganz befreist oder befreit fühlst oder dass die Verbindung zwischen euch noch wackelig ist. Man hat zwar hier irgendwo ganz klar so die Chance und Möglichkeit auf Stabilität und solide Basis, Langfristigkeit. Und dein Gegenüber denkt aber aktuell, hat dich ja auf jeden Fall auf der Gedankenebene, aber man spürt so ein bisschen noch, man ist noch wankelmütig. Entweder empfindet dein Gegenüber, dass du hier wankelmütig bist, in Bezug vielleicht auf ihn oder sie. Oder in Bezug auf die Partnerschaft oder in Bezug auf dich selbst. Man weiß ja noch nicht so genau, wo soll es denn hingehen. Man beobachtet noch, man ist wankelmütig, man spielt mit den Möglichkeiten. Und dennoch ist es hier so, dass man diese Konstellation als sehr wertvoll empfindet. Weil wenn die Königin der Münzen jetzt keine Personenkarte ist, dann geht es hier aber ebenfalls wie hier, der Ritter der Münzen und der Hierophant, um eine langfristige Verbindung. Man möchte sich gemeinsam etwas erschaffen. Aber wie gesagt, entweder denkt dein Gegenüber, du blockst dich hier selbst oder aktuell fühlt man sich in irgendeiner Art und Weise gehemmt. Das sind aber nur Gedanken, ne? Also die Acht der Schwerter ist eine Energie, in der man sagt, okay, ich mache mir dieses Gedankengefängnis selbst. Ich hemme mich in etwas. Vielleicht hat man nicht genug Zeit, sich zu sehen oder irgendwelche äußeren Umstände verlangen hier eine große Flexibilität. Und vielleicht empfindet dein Gegenüber die Beziehung momentan noch als ein bisschen festgefahren, noch sehr schwankend, wankelmütig. Nicht unbedingt im negativen Sinne, sondern eher in dem Prozess, irgendwie ist alles offen. Also ich nehme das hier so wahr, dass man sich entweder tatsächlich erst frisch kennengelernt hat oder dass man sich hier wieder annähert auf einer völlig anderen Ebene. Wir schauen mal. Was fühlt dein Gegenüber denn aktuell in deine Richtung? Was fühlt dein
Da haben wir hier schon mal den Stern, wundervoll, zweite Schutzkarte. Was fühlt dein Gegenüber aktuell? Die 5 der Münzen. Eine Karte bitte noch. Und der Ritter der Kelche. An der Unterseite die Kraft. Wahnsinn. Also hier fühlt sich jemand durch dich auch extrem aufgewertet. Der Stern ist eine absolute zukunftsstarke Karte. Ne? Der Stern steht für Wunscherfüllung. Der Stern steht für mich auch immer für Seelenverbindung. Man hat hier irgendwo im Bereich der Liebe gleiche Ziele. Der Stern ist wie der Hierophant einer von 3 Schutzkarten im Tarot. Und ich habe so das Gefühl, dass dein Gegenüber für dich wahrnimmt oder fühlt, dass man hier, weil die 5 der Münzen ist auch so ein Selbstwertthema, würde auch hier zur Stierenergie passen. Man wertet sich gegenseitig sehr stark auf. Also das ist eine Energie, wo ich sage, man kommt sich entgegen, man fühlt sich zueinander hingezogen, da ist eine starke Leidenschaft und Anziehung. Da ist vielleicht auch etwas, was man so noch nicht empfunden hat für einen Menschen. Also vielleicht ist es auch eine völlig neue Form der Verbindung, die man hier eingeht. Und ich habe das Gefühl, dein Gegenüber fühlt für dich sehr stark und fühlt, dass du dein Gegenüber sehr wertschätzt. Das Gleiche gilt aber auch für dich. Also auch du fühlst das. Also hier ist absolut gegenseitige Wertschätzung, Respekt, Wohlwollen, Loyalität. Und trotzdem ist man hier noch ein bisschen gefangen. Man kommt sich hier entgegen. Ne? Man hat hier auch eine große Leidenschaft und Anziehungskraft füreinander. Wir schauen mal, was kannst du denn tatsächlich hier innerhalb der nächsten 14 Tage von deinem Gegenüber in deine Richtung erwarten? Was kannst du hier erwarten? Da haben wir hier schon mal die 7 der Münzen. Der Bube der Stäbe. Die 9 der Schwerter. An der Unterseite der Herrscher. Also was ich hier ganz klar reinbekomme ist, ich glaube wirklich, man hat hier entweder Probleme, den Alltag, also dass man das, was man fühlt, auch in den Alltag umsetzt, dass da irgendwo eine gewisse Disbalance ist, dass man hier schon auch Geduld braucht, dass hier aber auch gewisse Ängste oder Belastung trotzdem noch so ein bisschen auf einen zukommen können, weil man, so nehme ich es wahr, nicht so kann, wie man will. Ich nehme aber jetzt hier niemanden anderen wahr, zumindest keine andere Partnerin oder einen anderen Partner, sondern hier nehme ich eher wahr, dass man hier Geduld braucht, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Man macht sich hier Gedanken um das Thema, eben wie ich das vorhin schon sagte, in welche Richtung soll es gehen? Man kommt hier definitiv auf dich zu. Also ich habe jetzt hier eigentlich regelmäßigen Kontakt liegen. Hier ist nichts irgendwie von Rückzug oder Ghosting oder sonst irgendwas, sondern hier ist wirklich Geduld gefragt, langsames Wachstum, dafür sehr beständiges Wachstum. Und es könnte aber sein, bei dem einen oder anderen, dass das Thema alter Ängste hier nochmal ein Thema wird. Welche Ängste das jetzt bei jedem sind, ne, das wird sich dann schon zeigen. Aber man bekommt das gut in den Griff. Es geht um das Thema und das ist ja wirklich eine Verbindung, wo ich sage, das hat absolutes Potenzial in eine neue, stabile, sehr langfristige Energie zu gehen. Das ist in manchen Fällen ist der Herrscher auch die Ehestandskarte. Ne? So weit würde ich zwar jetzt hier nicht unbedingt gehen, aber ich wollte es nur sagen für den einen oder anderen. Und ich nehme das Ganze hier so wahr, hier geht es um Neubeginn, Stabilität, Wiederaufbau. Also je nachdem, ob du jetzt deinen Partner oder Herzensmensch schon länger kennst oder erst kennenlernst, hier geht es auf jeden Fall um Langfristigkeit. Ich lasse mal noch eine Klärungsenergie für die untere Reihe springen. Das würde mich jetzt mal noch interessieren. Also eine Klärungsenergie für die 7 der Münzen, eine Klärungsenergie, die Königin der Kelche. Eine Klärungsenergie für den Bube der Stäbe, eine Klärungsenergie für den Bube der Stäbe, wieder der Herrscher, eine Klärungsenergie für die 9 der Schwerter, die Königin der Schwerter, ja, das ist, und wieder die Kraft. Also man will ja gemeinsam etwas schaffen und es kann sein, also hier spielt doch irgendwie eine andere Person eine Rolle, aber niemand, wo es noch um Liebe geht, es ist eher jemand,
wo es vielleicht noch irgendwie etwas zu klären gibt oder Kinder spielen eine Rolle oder Familienmitglieder spielen eine Rolle. Und darüber macht man sich ja noch Gedanken. Also das sind jetzt für mich Hindernisse, die man aber gut bewältigen kann. Also das ist jetzt nichts, wo ich denke, oh mein Gott, das kriegt man nicht gelöst. Weil du und dein Gegenüber, wenn du in dieser Reisegruppe bist, geht man hier super Hand in Hand. Also hier zeigt sich ganz klar, ich fasse es nicht, guckt euch das an, Hochzeit. Diese Situation hat mit Hochzeit zu tun. Ich habe es noch gesagt. Also das steht hier wirklich für absolute Langfristigkeit an der Unterseite, romantische Gefühle, deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Also egal, wie gesagt, ob man sich jetzt schon länger kennt oder sich erst kennenlernt, das hier ist fast schon mit dem Hierophanten wirklich eine Verbindung auf Seelenebene. Und es kann sein, dass hier Entscheidungen gefällt werden. Wie geht es weiter? Wie stabil und fest wird das Ganze? In welche Richtung will man gemeinsam? Also hier geht es um eine gemeinsame Zukunft. Wie gesagt, in manchen Fällen auch um Ehe-Themen, ne? Ja, Wahnsinn. Also, ihr Lieben, auf jeden Fall ist das eine Verbindung, wo es sich lohnt oder bei der es sich lohnt, genauer hinzusehen. Und wenn du diejenige bist, die hier sich doch noch eher gefangen fühlt, ne? Und vielleicht Angst hat, dass das Ganze doch wieder nur, ne, so schön wäre, um wahr zu sein oder so. Geh mal aus diesen Ängsten raus. Also dein Gegenüber ist hier jemand, der wirklich fair, loyal, der anders ist als andere. Und diese 9 der Schwerter und 8 der Schwerter sind immer die Karten, in denen man sich selbst gefangen hält. Das ist Kopfkino. Das hat eigentlich mit der aktuellen, realistischen Situation nichts zu tun. Und wer es euch ja auch schwer machen will, das finde ich auch interessant, möchte ich gerne noch sagen, den Herrscher nehme ich hier als dein Gegenüber wahr. Und sollte hier jemand noch irgendwie Ärger in dieser Verbindung machen, sich einmischen oder weiß der Fuchs was, dein Gegenüber, dein Herzmensch hat hier eine unwahrscheinliche Kraft und Stärke und kriegt das gerockt. Ja, auch wenn vielleicht deine Erfahrung bisher eher anders war. Dieser Mensch, der weiß, was er will. Und dieser Mensch geht seinen Weg und will auch diesen Weg mit dir. Also finde ich gerade mega schön, ihr Lieben. Ich hoffe, dass hier ganz viele in der Reisegruppe sind. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Genießt die Gefühle, genießt auch diese Ehrlichkeit, die sich hier eigentlich als wirklich ganz klar aufzeigt. Und dann sende ich euch allen liebe Grüße und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.